Daniel ist fast 5. Er lebt seit mehr als einem Jahr mit einem Spenderherz. Wie ein ganz anderes Leben. 1,5 Jahre zuvor, durch einen 2 Meter langen Schlauch, verbunden mit einem Kunstherz, das ihn am Leben hält. Es tut so weh, dass du ihm das nicht abnehmen kannst, an so einer großen Maschine hängen zu müssen. Leben im Krankenhaus, 24 Stunden am Tag. Es ist wie in einem Gefängnis. 943 Tage warten auf ein Organ. Ich hatte einige Tage, wo ich die Hoffnung verloren habe. Dann ist das Herz da. Endlich die positive Nachricht. Wir haben es geschafft. Ich bin so glücklich. Freitag vergangene Woche. Der fast 5-Jährige macht uns die Tür auf. Seit 1,5 Jahren ist der Junge zu Hause, in der Normalität. Daniel, mal deinen Teller nehmen und hinstellen. Er ist noch im Schlafanzug, denn er hat heute frei, muss nicht in den Kindergarten. Ein ganz normaler Familienalltag. Genau das ist es, was die beiden die Jahre im Krankenhaus vermisst haben. Wie ein ganz anderes Leben. Diese Dinge, wo für andere selbstverständlich sind, ist für uns das Größte. Allein hier sein eigenes zu haben, ohne dass jemand ständig ins Zimmer reinläuft, alleine zu sein, nur als Familie, das war so erleichternd, so schön. Zeig mir dein Zimmer. Kann ich mitgehen? Ja. Im Haus kann sich der Junge nach Herzenslust frei bewegen. Hier hat er sein eigenes Zimmer und präsentiert es uns voller Stolz. Zu Hause gibt es für ihn ein ganz normales Leben. Nach dem Frühstück werden erstmal die Zähne geputzt. Durch das Krankenhaus war er natürlich der Welt jetzt hier sehr skeptisch und ängstlich erstmal gegenüber. Also alles müssten wir erstmal neu kennenlernen. Ob das ein Spielplatz ist, ob das eine Badewanne ist, ob das ein Supermarkt ist. 1, 2. Mutter und Sohn verstehen sich blendend, auch ohne Worte. Denn Daniel redet noch nicht. Er versteht aber alles und antwortet durch Gesten und Töne. Mach noch mal an, bitte. Ich mag doch einen Kaffee jetzt trinken. Bitte, 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 bitte. Daniel im Oktober 2018. Er ist 9 Monate alt. Seine Herzleistung liegt bei 10%. Und dann macht der Arzt so einen Herzultraschall, schaut uns an und sagt, das Kind ist todkrank. Es braucht ein neues Herz. Und ja, da geht der Boden unter dir auf und du fällst einfach. Schon vor 2 Jahren erklärt uns der Direktor der Kinderkardiologie, warum Daniel ohne Kunstherz nicht mehr leben kann. Er hat eine Form, wo wahrscheinlich ausgehend von einer Herzmuskelentzündung, so wie eine Lungenentzündung oder eine Ohrentzündung oder wie es Blasenentzündung, wie es alle möglichen Entzündungen gibt, wo sich dann ein Prozess entwickelt hat, der dazu geführt hat, dass die Herzmuskulatur sich nicht mehr erholt. Und dann wird aus einem gut funktionierenden Herzen, was so pumpt, ne, wird ein Herz, was immer größer wird und was immer weniger pumpt, was nur so wackelt. Als dieser Zustand erreicht war, da kam er dann in diese lebensbedrohlichen Zustände. Der Junge musste operiert werden, das Kunstherz sein eigenes ersetzen. Ich habe mich schon an den Anblick gewöhnt, aber das erste Mal, die ersten Male habe ich natürlich nur geweint. Das ist die Pumpe. Geht jetzt der Schlauch hier zu dieser Maschine. Das zähe Warten auf ein Spenderorgan beginnt. Mit dem Kunstherz können sich seine Organe weiterentwickeln. Auch seine Eltern müssen auf der Station leben. Durch den 2 Meter langen Schlauch mit dem künstlichen Herzen verbunden, lernt Daniel hier laufen, feiert Weihnachten, Fasching, Ostern und seinen 2. Geburtstag. Und auch vor dem 3. Geburtstag tickt das Kunstherz noch immer. Der Junge schläft in einer Position angepasst an die Länge des Schlauches.
Seine Mutter Diana lebt damals mit ihm hier seit mehr als 2 Jahren auf Station der Kinderkardiologie in München. Du hast da keine Vorstellung, keine Gedanken, wie das eigentlich wirklich sein kann, dass du dort oben Monate oder Jahre lebst. Sein Leben in einem Raum. Es ist wie in einem Gefängnis. Nur weiß ich nicht, was ich Böses getan habe und Daniel erst recht nicht. Und ich weiß nicht, wann wir entlassen werden. Die Klinikroutine regelt den Alltag der beiden. Täglich muss Daniel Medikamente nehmen, täglich untersucht werden. Ärzte gehen ein und aus. Denn auch die Maschine an seinem Körper muss astrein funktionieren. Denn der Blutkreislauf des Kindes wird von ihr übernommen. Der Schlauch ist für das Kind normal geworden. Daniel hat eine Routine entwickelt, wie er sich fortbewegt. Stolpern tut er nie. Mutter Diana ist allerdings immer an ihr Kind gebunden. Man muss halt wirklich jeden Schritt ihm hinterherlaufen. Ist natürlich nicht gut, dass wenn da ein Zug drauf geht, das ist ja einoperiert, das geht ja zu seinem Herzen hin. Die Zeit schreitet voran. Jeder weitere Tag, den Daniel auf sein Organ warten muss, erhöht sein Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen oder gar zu sterben. Diana Dietrich wohnt damals direkt neben dem Krankenhaus im Ronald McDonald Haus und nutzt hier jede freie Minute, um für Organspende zu werben. Sie sucht die Öffentlichkeit. Auch bei Stern TV, als der heutige Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu Gast ist, appelliert Diana Dietrich an die Zuschauer, rechtzeitig über Organspende nachzudenken. Ich möchte einfach die Leute sensibilisieren, niemanden überreden oder zwingen, weil es ist ein ganz sensibles Thema, aber einfach einmal davor über das Thema Gedanken machen, dass wenn man in so eine Situation kommt, die eh schon grausam ist und man niemanden auf der Welt wünscht, aber dann nicht noch mal zusätzlich überrollt wird mit sowas. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Weihnachten so unbeschwert feiern können, wie das irgendwie geht, und dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen können und darüber reden können, dass ein Herz für Daniel gefunden ist. Das wäre mein Wunsch. Alles, alles Gute nach München. 6 lange Monate später bekommt sie die erlösende Nachricht, erzählt sie uns bald darauf im Interview. Die Schiebetür geht auf, ich komme rein und es stehen alle Krankenschwestern, Pfleger vor unserem Zimmer. Dann sagt die Schwester in dem Moment, Diana, wir haben, und dann war es vorbei. Die hat nicht mal das Wort Herz ausgesprochen. Ich bin wirklich auf die Knie gegangen. Ich habe so geweint. Wir haben es geschafft. Es ist da, es ist da. Um Mitternacht wird er in den OP gebracht. Mutter Diana ist bis zum Schluss bei ihm. Ich habe einfach gewusst, jetzt wird's gut. 6 Stunden dauert die Operation. Dann hat der Junge es überstanden. Er erholt sich schnell. Super! Schon am Morgen nach der Operation macht er erste Gehversuche. Laufen ohne Maschine mit neuem Herz. Raus aus dem Krankenhaus entdeckt das Kind erstmal die Welt, holt nach, was er in 3 Jahren verpasst hat. Wir haben alles erstmal üben müssen. Wenn er dann gespürt hat, okay, hier passiert mir nichts, hier ist alles gut, hat er sich beim nächsten Mal schon getraut. Daniel das erste Mal auf dem Pferd. Ohne Schlauch zwischen den Beinen kann er endlich ganz alleine spielen. Am liebsten spielt er mit Spielzeug, das Musik und konstant Geräusche macht. Dann ist er in seiner Welt. Das hat er sich in der Zeit im Krankenhaus so angeeignet, weil dort ja sehr viel negative Geräusche ständig um ihn waren. Erstens diese große Maschine von ihm, 24/7, Geratter. Intensivstation war kurz nebendran. Man hat sehr oft weinende Kinder gehört. Da hat er sich angeeignet, alles, was so Musik macht, Lieder. Und das hat ihn, glaube ich, so ein bisschen abgelenkt von den negativen.
Noch immer muss er täglich ein Medikament nehmen, das sein Immunsystem unterstützt, damit das neue Organ nicht abgestoßen wird. Nimm mal deine Medikamente. Eine Folge ist seine Infektanfälligkeit. Seit der Entlassung aus dem Krankenhaus hatte er 4 schwere Infektionen. Deshalb geht er im Moment nicht in den Kindergarten, sondern zur Tagesmutter. Das Spielzeug ist sein ständiger Begleiter. Muss ich das jetzt mitschleppen? Ist das jetzt wichtig, oder? Der Kontakt mit anderen Kindern soll zur normalen Entwicklung beitragen. Bei der Tagesmutter trifft er heute auf 3 Kinder, die er schon lange kennt. Der Daniel ist wahnsinnig intelligent. Der kennt alle Buchstaben, der kennt alle Farben. Wenn ich sage blau, dann zeigt er so lange drauf, bis ich sage hellblau. Weil er weiß, dass es eben hellblau ist und nicht dunkelblau. Der Junge braucht seine Zeit, um Vertrauen zu erlangen. Aber es geht stetig voran. Es hat sich verändert, dass er viel mehr Interesse zeigt an eben Sachen und auch eben an den anderen Kindern. Er beobachtet viel, macht dann viel nach. Und jetzt interagiert er eigentlich schon mit den anderen. Ja, die Nase, gell? Die Nase. Wo ist denn deine Nase dann? In der Kindergruppe kann er machen, was er möchte. Dass er nicht spricht, ist den anderen Kindern egal. Und wenn ihm alles zu viel ist, nimmt er sich seine Auszeit. Ah ja, ich brauche die hier. Aber ich merke an mir selber, dass ich mich manchmal auch ein bisschen bremsen muss. Dass manchmal die Erwartungen auch vielleicht zu hoch liegen für ihn, dass er einfach seine Zeit braucht. Ganz allein geschafft. Dass ich mir denke, jetzt sprech doch mal, jetzt wird's doch Zeit oder gewisse Dinge. Warum macht er das nicht, wo andere Kinder machen? Und dann muss ich mir wieder in der nächsten Sekunde überlegen, was hat dieser Mensch schon durchgemacht? Was hat er erlebt in seinen jungen Jahren, was er noch verarbeiten muss und erst mal wieder Vertrauen ins Leben gewinnen muss, dass ich dann wieder mir selber sage, okay, er kriegt die Zeit auch und die braucht er auch. Schau mal, ob du es kannst allein. In wenigen Tagen ist Daniel 5 Jahre alt. Er lebt mit einem Spenderherz. Das verdankt er Menschen, die das Herz ihres Kindes für ihn hergegeben haben.